بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه به ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine geehrten Geschwister im Islam, wir waren heute insha'Allah ta'ala mit dem zweiten Teil von Surat al-Buruj beginnen. Wir hatten ja letztes Mal eine Einleitung zur Sura gemacht und uns mit der Geschichte auseinandergesetzt, welche uns unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überliefert hat, die hinter dieser Sura steht. Weil Surat al-Buruj ist eine Sura, in der es vorwiegend um eine Geschichte geht. Es gibt wenige Suren im Koran, die sich vorwiegend nur mit einer Geschichte beschäftigen. Welche Suren haben wir denn im Koran, die sich vorwiegend nur mit einer Geschichte beschäftigen? Surat Yusuf alayhi salam, absolut korrekt. Welche Sura haben wir noch, die sich mit einer Geschichte beschäftigen? Ja, es ist ein Ereignis sozusagen mit Person, ja, und mit Geschichten. Surat al-Fil beispielsweise. Ja, das ist eine der wenigen Suren, die sich konkret mit einer einzigen Geschichte auseinandersetzen und uns dabei belassen. Und Surat al-Buruj ist ebenfalls eine Sura, wo es vorwiegend um eine Geschichte geht. Und wo sich die gesamte Sura um eine Geschichte dreht. Und es handelt sich hierbei um die Geschichte der Ashab al-Ukhdud, der Leute des Feuergrabens. Und wir haben diese Geschichte ausführlich besprochen gehabt, haben auch geschaut, welche Lehren wir als Muslime aus dieser Geschichte ziehen können und wollen uns heute insha'Allah ta'ala mit dem Aufbau der Sura beschäftigen. Weil wir haben ja gesagt, wir betreiben hier eine Art Tafsir Mawdu'i, also eine Art thematische Tafsir. Wir wollen die Suren kennenlernen. Wir wollen wissen, was die Themen sind, die in der jeweiligen Sura angesprochen werden, wie die Sura aufgebaut ist. Darum geht es ja. Und genau das werden wir heute bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala tun. Und wenn wir uns jetzt Surat al-Buruj anschauen, welche aus 22 Versen besteht, interessant ist, das habe ich heute noch einmal gelesen, als ich mich vorbereitet habe auf die Sura, Sheikh Salman al-Uda erwähnt, dass in Tafsir von al-Razi, Mafatih al-Ghaib ist ein sehr, sehr bekannter Tafsir. Erwähnt wird, dass Surat al-Buruj lediglich aus 20 Versen besteht. Und wir hatten ja gesagt, es könnte ja theoretisch sein. Manche Gelehrte, wie gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen, ja, was auch die Rezitation der Suren betrifft. Und manche haben bestimmte Verse zusammengefasst. Aber bei Surat al-Buruj ist man sich einig, dass Surat al-Buruj nur aus 22 Versen besteht. Und dann sagt er etwas sehr, sehr Interessantes, und das fand ich persönlich wichtig, dass ich es noch einmal erwähne, dass wahrscheinlich hier ein Fehler eingeschlichen ist bei dem Druck oder bei der Abschrift. Weil damals wurden ja immer Abschriften gemacht, per Hand. Warum erwähne ich das? Weil wir beschäftigen uns ja mit dem Koran. Und wenn wir uns den Koran anschauen, dann sehen wir, beim Koran gibt es nicht einen einzigen Fehler. Alle Ausgaben des Korans weltweit stimmen miteinander in jedem Buchstaben überein. Und wenn man sich mit Handschriften beschäftigt und auseinandersetzt, von Büchern, alten arabischen Handschriften oder auch anderen Handschriften aus anderen Kulturen, dann sieht man, dass sich die Handschriften immer sehr stark unterscheiden. Und dementsprechend, wenn Leute bestimmte Werke sozusagen versuchen, eine Edition herauszubringen, dann nehmen sie immer, damit sie auch wirklich eine gute Edition herausbringen können, also einen Druck sozusagen, dann schützen sie sich, wenn sie wirklich wissenschaftlich vorgehen, nicht nur auf ein Manuskript, sondern immer auf wie viele Manuskripte? Auf mehrere Manuskripte.
Und immer wieder hat man dann sozusagen Buchstaben für das jeweilige Manuskript. Und dann steht dann immer in den Fußnoten, hier an dieser Stelle hat man im Manuskript Elif beispielsweise oder im Manuskript Ba dann noch einen Zusatz gehabt. Oder hier wurde es anders geschrieben. Manchmal werden ganze Passagen ausgelassen. Und da sieht man, obwohl das schriftlich dann weitergegeben wurde, von Leuten, die sich vielleicht sogar darauf spezialisiert haben, die dann die Bücher abgeschrieben haben, sogenannte Kopierer, obwohl das professionell betrieben wurde, haben sich immer wieder Fehler eingeschlichen. Und man hat, obwohl es dasselbe Werk ist, ein und dasselbe Werk ist, unterschiedliche Ausgaben, unterschiedliche Manuskripte. Aber beim Koran haben wir immer dasselbe. Wir haben sehr, sehr alte Abschriften vom Koran, die aus dem ersten Jahrhundert der Hijra stammen. Und subhanallah, es gibt nicht eine einzige Abweichung. Nicht eine einzige Abweichung zu unserem heutigen Mushaf. Und das deutet darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie es auch ganz am Ende dieser Sura gesagt wird, diesen Koran bewahrt hat. Bal huwa Quranun Majid, die letzten beiden Verse, fi lawhin mahfuz, nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diesen Koran bewahrt. Das nur als kleiner Exkurs, damit wir einfach mal diesen Unterschied sehen. Zwischen handangefertigten Manuskripten und wie viele Unterschiede es zwischen ihnen gibt, obwohl sie von professionellen Kopierern dann auch kopiert wurden, und zwischen dem Koran, der sich in keinem einzigen Buchstaben unterscheidet von einer anderen Ausgabe. Ja, wir kennen sogar die verschiedenen Wege, die verschiedenen Lesearten. Alles ist bewahrt worden. Und das deutet darauf hin, bei einem Buch, was in einer Gesellschaft entstanden ist, wo die meisten Schrift unkundig gewesen sind, wo es kaum Material gegeben hat, worauf man schreiben kann, das deutet darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Buch wirklich vor der Verfälschung und vor Hinzufügungen oder vor Fehlern oder vor Mängeln bewahrt hat. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wir haben wahrhaftig die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie wahrlich bewahren. Und wir haben schon oft erwähnt gehabt, dass das nicht nur die Behauptung der Muslime ist, sondern viele Islamwissenschaftler, Arabisten, Koranspezialisten, westliche, nicht-muslimische, bestätigen genau das, woran die Muslime seit 1400 Jahren glauben. Und deswegen so etwas wie Koran-Wettbewerbe. Gibt es so etwas in irgendeiner anderen Kultur? Kennt ihr irgendwie aus einer anderen Kultur Wettbewerbe, die veranstaltet werden, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, nur damit sie das vortragen? Kennt ihr so etwas in diesem Ausmaß? Ich kann mich noch erinnern, damals habe ich Tom Sawyer gesehen. Kennt ihr Tom Sawyer? Ja? Das ist doch dieser, gibt doch dieser, heißt doch so, oder? Tom Sawyer? Kennt ihr das? Ja, ja, genau. Ja, da haben die immer sozusagen so damals, ja, versucht, Bibelverse auswendig zu lernen. Aber es ist auch eine Tradition, die nicht mehr vorhanden ist, kaum noch. Wer lernt denn bitte schön heute noch Bibelverse auswendig? Ja, vielleicht irgendwelche Theologen. Ja? Aber dass sie dann schön vorrezitiert werden, in einer schönen Art und Weise, wie auch, es gibt verschiedene Ausgaben. Wenn, dann müsste man ja die ursprüngliche Bibel nehmen, in der ursprünglichen Sprache. Ja? Und das hat man ja noch nicht mal. Ja? Ja, Altgriechisch, ja, es wurde ja ins Altgriechische übersetzt und dann in andere Sprache, ins Lateinische. Also der Zugang fehlt zum Original. Aber wir haben das Original. Und das ist etwas, worauf wir als Muslime wirklich stolz sein können. Dankbar sein müssen. Und die Dankbarkeit äußert sich wodurch? Dass ich mich als Muslim immer wieder mit dem Buche Allah subhanahu wa ta'ala auseinandersetze. Ich muss mich damit beschäftigen. Das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk von Allah. Allah hat es dir geschenkt. Das Einzige, was du tun musst, ist was? Dich damit zu beschäftigen und dich damit auseinanderzusetzen. Und jeder, der das tut, der wird merken, was ihm der Koran alles gibt. Der wird diese Süße verspüren, wenn er sich mit dem Koran auseinandersetzt. Nur das Problem ist, dass Shaitan und gerade in unserer heutigen Zeit auch die äußeren Einflüsse, sie versuchen uns immer wieder davon abzubringen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, um mit dem Koran auseinanderzusetzen. Wir leben in einer Zeit der Ablenkung und darunter leiden wir alle. Jeder von uns leidet darunter. Man kann kaum noch in irgendeiner Weise sich mal kurz zurückziehen
ohne dass eine WhatsApp-Nachricht eintrifft oder irgendwie ein Kommentar auf Facebook erscheint, ja. Und das hast du ja die ganze Zeit bei dir, das ist auf deinem Handy, du wirst immer abgelenkt. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Muslime gerade in dieser hektischen Zeit, in dieser schnellen Zeit, in der Zeit der Geschwindigkeit, dass wir uns einfach eine Auszeit nehmen, um uns mit diesem ewigen Wort Allah subhanahu wa ta'ala auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Kommen wir jetzt, bi'iznillahi azza wa jal, zu dem ersten Abschnitt von Surat al-Buruj. Und der erste Abschnitt von Surat al-Buruj beginnt wie so viele andere Suren des Korans. Gerade die kleineren Suren. Gerade die mekkanischen Suren. Warum? Um noch einmal die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu lenken. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit drei Schwüren. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, beim Himmel mit den Türmen. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, und dem versprochenen Tag. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, und dem Zeugen und dem Bezeugten. Wenn man das erst einmal hört, dann denkt man sich, was will uns Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich mit diesen Schwüren sagen? Was ist denn eigentlich mit den Türmen gemeint? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Die meisten Gelehrten sagen, dass mit diesen Türmen Sterne gemeint sind oder die Sternzeichen. Sterne oder die Sternzeichen selbst, die fest verankert sind. Wir als Menschen drehen uns, aber die Sternzeichen bleiben. Ja, diese 12 Sternzeichen, die wir haben sozusagen. Ja, jeder hat ja sozusagen ein eigenes Sternzeichen. Ja, die Welt, sie dreht sich. Ja, für uns ist es so, als würde sich der Himmel bewegen, aber in Wirklichkeit bewegen wir uns. Und die Sternzeichen, sie sind immer an derselben Stelle. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört jetzt bei dem Himmel, der hoch ist. Und gleichzeitig schwört er bei etwas, nämlich den Sternen, welche immer an ihrer Stelle sind, zumindest für uns Menschen. Was unsere zeitlichen Dimensionen betrifft, weil Sterne bewegen sich ja auch im Endeffekt. Aber für uns sind die Sterne erst einmal fest im Himmel verankert. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört jetzt bei dem Himmel und er schwört bei den Sternen oder den Sternzeichen, um uns noch einmal aufzuzeigen, dass die Wahrheit etwas ist, die fest ist. Die Wahrheit ist etwas, was unveränderlich ist. Allah ta'ala, er schwört bei dem Hohen und die Wahrheit ist hoch. Und er schwört bei etwas Beständigem und die Wahrheit ist beständig. Und er schwört bei etwas, was uns Menschen auch noch einmal Hoffnung gibt. Nämlich Sterne, die uns Licht geben im Dunkeln. Sterne, die uns zeigen, es gibt irgendwo ganz weit weg ein Licht. Und an diesem Licht sollte ich als Muslim festhalten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten letztes Mal gesagt gehabt, diese Sure, sie wurde offenbart in der mekkanischen Phase, in der Zeit, wo die Muslime unterdrückt wurden. Egal wie viele Menschen es gibt, die von dieser Wahrheit abkommen, aber die Wahrheit, sie bleibt bestehen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern auspusten. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. Allah wird sein Licht vollenden. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Selbst wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Allah ta'ala, er sagt an anderer Stelle, in Surat At-Tawbah, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنان إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Und jetzt kommt das Wichtige für uns. فجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Er hat das Wort derjenigen, die sich gegen den Glauben gestellt haben, der Glaubensverweigerer, zum untersten gemacht. Und jetzt hört man, wie Allah das zum Ausdruck bringt, was sein Wort betrifft. وكلمة الله هي العليا, diese Beständigkeit. Und das Wort Allahs ist das Höchste. Und diese Ausdrucksform deutet auf was hin? Es ist beständig, es ist immer das Höchste. Es wird immer das Höchste sein. Und es wird immer am Ende siegen. Und genau diese Hoffnung, die brauchten die Muslime in dieser schwierigen Zeit. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, und dem versprochenen Tag. Und die Gelehrten sind sich einig. Was ist mit dem versprochenen Tag gemeint? Mit dem versprochenen Tag ist welcher Tag gemeint? Das jüngste Gericht. Allah subhanahu wa ta'ala, er will jetzt aufzeigen, egal wie viel Unrecht auf diese Welt geschieht, egal was geschieht, es wird immer einen Tag geben, wo
wo der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Maliki yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Hoffnung für die Unterdrückten. Hoffnung für diejenigen, die an der Wahrheit festhalten. Hoffnung, dass diejenigen, die ihnen Unrecht getan haben, dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden und nicht einfach so davonkommen. Und dann, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, und dem Zeugen und dem Bezeugten. Was ist es damit gemeint? Es gibt über 20 Interpretationen dafür, was mit Shahid und was mit Mashhud gemeint ist. Wer ist der Zeuge? Manche sagen, der Zeuge sind die Propheten und Mashhud sind sozusagen diejenigen, die sie befolgt haben. Der Zeuge ist Allah und die Menschen sind die Bezeugten. Die Zeuge sind die Engel und sozusagen die Geschöpfe sind dann sozusagen die Bezeugten. Der Zeuge ist Isa alayhi salam, wa kuntu alayhim shahidin ma dumtu fihim, und sozusagen die Bezeugten sind diejenigen, die an seiner Seite, und so weiter und so fort. Verschiedene Interpretationen. Aber das, was mich am meisten überzeugt hat, ist das, was ich jetzt auch von Sheikh Salman al-Ude in seinem Tafsir gelesen habe und gehört habe, nämlich, dass er gesagt hat, damit ist alles gemeint. Jeder Zeuge und jeder Bezeugte. Alles, was wir im Koran haben, in Bezug auf Zeugen und Bezeugten, ist damit gemeint. Und warum erwähnt das Allah Ta'ala an dieser Stelle? Allah Ta'ala erwähnt das, damit sich dort jeder wiederfinden kann. Egal, ob du derjenige bist, der Unrecht tut, oder derjenige bist, dem Unrecht getan wird. Es gibt immer einen Zeugen, der anwesend ist. Es gibt immer jemanden, der das sieht. Entweder ist es Allah, der so und so alles sieht. Hinzu kommen die Engel. Hinzu kommen deine eigenen Gliedmaßen. Hinzu kommt die Erde, auf der du läufst und auf der du das begangen hast, was du begangen hast. Alles um dich herum wird das bezeugen. Hinzu kommt vielleicht auch die Geschichte, die dich verdammen und verfluchen wird, dafür, dass du das getan hast. Guck mal, wir lesen jetzt Surat al-Buruj und wir hören über diesen schlimmen Verbrecherkönig, ja, Dhunawas, was er mit diesen Gläubigen gemacht hat. Die Geschichte verdammt ihn, der Koran verdammt ihn. Qutila ashabul Uhdud. Tod den Leuten sozusagen des Feuergrabens. Wenn wir heute über Hitler reden, wir verdammen ihn, wir verfluchen ihn. Ja, heutzutage gibt es Herrscher wie Bashar al-Assad. Morgen wird er, wird schon heute verdammt und verflucht, und morgen wird er noch mehr verflucht und verdammt. Die Geschichte bezeugt, was sie getan haben. Und die Geschichte kennt keine Gnade. Und selbst du als Individuum, wenn du von dieser Welt gehst, die Menschen werden bezeugen, ob du gut oder schlecht gewesen bist. Sie werden vielleicht aus Respekt dir gegenüber, in dem Moment, wo du auf einer Totenbahre getragen wirst, werden sie vielleicht nichts sagen. Aber danach spätestens werden sie sagen, ob du gut oder schlecht gewesen bist. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als sozusagen eine Janase, ja, ein Toter an ihm vorbeiging und die Sahaba haben über ihn schlecht geredet, sagte er nur wajabat, wajabat, wajabat. Was heißt wajabat? Es ist so, wie es sozusagen, wie ihr gesagt habt. Antum shuhada'ullah fil ard. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Und dann stell dir mal vor, du tust nur Gutes. Du hinterlässt nur Gutes. Die Leute werden nach deinem Tod nur Gutes über dich sprechen. Ja, salam. Denn es schäht oder maschut was? Etwas Positives. Aber stell dir mal vor, du hinterlässt einen Scherbenhaufen. Du hinterlässt Schulden. Du hinterlässt Kinder, die ihren Glauben nicht kennengelernt haben. Du hinterlässt, weiß ich nicht, Sünden, von denen die Menschen erst nach deinem Tod erfahren. Was wird dann sein? Dann ist Shahid in Umashut etwas Negatives. Möge Allah uns davor bewahren, Rabbil Alamin. Deswegen, Allah Ta'ala ergibt hier auf der einen Seite Hoffnung und auf der anderen Seite warnt er, ganz allgemein gehalten. Shahid, jeder ist Shahid. Jeder ist ein Zeug. Und jeder ist auch gleichzeitig ein Mashut, ein Bezeugter. Und die Frage ist die, wie willst du dastehen vor Allah Ta'ala? Wie willst du, dass die Menschen über dich reden? Wie willst du, dass Allah Ta'ala dich empfängt? Wie willst du, dass Allah dich sieht? Wie willst du, dass die Engel dich sehen? Wie willst du, dass dein eigener Körper dich sieht? Ist alles in deiner Hand. Du kannst darüber entscheiden. Und das Schöne ist, Alhamdulillah, und das werden wir in dieser Sura noch sehen, etwas Unglaubliches. Du kannst dich in jedem Moment ändern. Das heißt, es kann sein, dass du es vielleicht bis jetzt nicht unbedingt positiv aufgefallen bist. Du kannst es jetzt ändern. Und das Schöne ist, dass die Menschen, wenn sie sehen, dass jemand sich ändert, sogar bereit sind, dieser Person zu verzeihen und zu vergeben. Und sagen, guck mal, mashallah, wie er vorher gewesen ist und wie er jetzt ist.
Und umgekehrt genauso. Wenn eine Person die ganze Zeit Gutes getan hat und plötzlich etwas Schlechtes tut, das ist genau dasselbe. Die Leute werden dann nicht an das Gute denken, sondern die werden erst an was denken? An das Schlechte. So ist das. Es liegt in deiner Hand. Du kannst darüber entscheiden, wo du stehen möchtest. Was die Leute über dich sagen werden. Und jetzt beginnt der nächste Abschnitt. Jetzt kommt sozusagen die Geschichte, über die wir gesprochen haben. Ja, dieser Übergang ist sehr, sehr wichtig. Das zeigt immer der Koran, wie er aufgebaut ist, wie die Suren im Einzelnen aufgebaut. Erstmal die Schwüre. Die Schwüre haben immer etwas mit dem Thema zu tun. Und jetzt kommt die Geschichte. An wen ist diese Geschichte gerichtet? Sowohl an die Muslime, als auch an die Quraysh. Sowohl als auch. Für die Muslime bedeutet diese Geschichte was? Ich muss standhaft bleiben. Wie wir es letzte Mal gesagt haben. Es kann sein, dass ich unterdrückt werde, dass ich verfolgt werde. Dass ich sogar getötet werde auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Aber am Ende erlange ich dadurch das Paradies. Und für die Muschrikun bedeutet das was? Die Muslime verfolgt haben, unterdrückt haben, nimm dich in Acht. Weil du wirst den Zorn Allahs auf dich lenken. Und Allah wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und er wird dich verfluchen, genauso wie er es hier getan hat. Und es beginnt mit einem Fluch. Qutila ashabul ukhdud. Tod geweiht. Tod sei geweiht den Leuten des Grabens. Wir haben die Geschichte letztes Mal erzählt, brauchen wir nicht zu wiederholen. An-nari dhatil wuqud. Des Feuers mit dem vielen Brennstoff. Und wie das Allah Ta'ala hier beschreibt, guck mal, dieser Übergang, ja, den Leuten des Grabens und dann des Feuers mit dem vielen Brennstoff. Das Feuer war im Graben, aber es war so stark gewesen, dass Allah Ta'ala anstelle, dass er sagt, dass das Feuer im Graben war, einfach Grabenaustausch mit Feuer. So extrem heiß und so schlimm war dieses Feuer gewesen. An-nari dhatil waqud. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود. Als sie daran saßen. Warum erwähnt das Allah Ta'ala? Wie meinten Allah Ta'ala damit, als sie daran saßen? Wer ist denn damit gemeint? Was versteht ihr? Ohne jetzt den Tafsir zu kennen vielleicht. Was versteht ihr einfach so, wenn ihr das hört? Wer ist damit gemeint? Als sie daran saßen. Was will uns Allah Ta'ala damit zum... Was will Allah damit zum Ausdruck bringen? Was will er uns damit sagen? Ja, die Leute, die im Grunde das ausgeführt haben, was der Sunawas, der König, verlangt hat, nämlich die Gläubigen ins Feuer zu schmeißen und sie vor die Wahl zu stellen. Entweder lässt du vom Glauben ab oder du wirst verbrannt. Und Allah wird damit zum Ausdruck bringen, sie haben das vorsätzlich getan. Sie wussten ganz genau, was sie tun. Sie haben das mit eigenen Augen gesehen. Es ist keine Entschuldigung, dass du sagst, das hat der König von mir verlangt. Gestern haben wir auch darüber gesprochen. Du bist voll und ganz verantwortet für deine Tat. Du kannst nicht sagen, ich bin einfach nur ein Soldat. Ich muss das ausführen, was mein Vorgesetzter von mir verlangt. Du bist verantwortlich dafür. Wenn du Leute in einer Gaskammer vergaßt, dann kannst du nicht sagen, das wurde von meinem Vorgesetzten verlangt. Du hast zugeschaut. Du hast dich daran beteiligt. Du trägst genauso Schuld wie derjenige, der es von dir verlangt hat. Izhum alayha qu'ud. Wenn es sein muss, dann bin ich bereit, mein eigenes Leben zu opfern, aber nicht solch ein Unrecht zu beginnen. Sie wussten ganz genau, was sie da tun. Sie waren sich voll und ganz bewusst gewesen, dass sie hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit tun. Und trotzdem haben sie es getan. Sie haben gesessen. Auch Qu'ud, wie das so heißt, Qu'ud. Nicht Wukuf, Allah sagt nicht Wukuf, sondern Qu'ud. Sie haben gesessen, nichts getan. Haben sich nicht mal bewegt, nicht mal versucht, etwas dagegen zu tun. Versuch wenigstens mit deinen Worten etwas dagegen zu tun. Wie der Mu'min von Ali Fir'aun. Allah berichtet uns doch vom Mu'min Ali Fir'aun. Ja, dem Gläubigen, ja, der Familie vom Pharao. Er konnte nicht wirklich was verändern, oder? Er wäre sofort wahrscheinlich getötet worden. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, yaktumu imana. Er hat sein Iman verheimlicht. Er hat versucht, im Geheimen etwas zu tun. Aber er hat nicht herumgesessen und gesagt, es ist mir egal, was hier mit den Kindern Israels geschieht. Sondern er hat versucht, etwas dagegen zu tun. Aber einfach zuschauen und sagen, geht mich nichts an und sich vielleicht sogar daran zu beteiligen, zu sitzen und zu sagen, was interessiert mich das? Du machst dich damit mitverantwortlich. Izhum alayha qu'ud. Sitz dich, steh wenigstens auf. Wende dem wenigstens deinen Rücken zu, aber einfach nur zuschauen, passiv sein, das geht nicht. Allah wird dich zur Rechenschaft ziehen dafür.
Und das zeigt noch einmal auch, wie wichtig es ist, dass wir Muslime uns immer versuchen, für das Gute einzusetzen. Und das Mindeste, was wir tun können, ist was? Dass wir, wenn wir etwas Schlechtes sehen, was wir nicht verändern können mit unserer Hand und auch nicht mit unserer Zunge, dass wir zumindest dieses Bewusstsein in unserem Herzen haben, das ist schlecht. Und uns davon abwenden, im Inneren. Aber nicht einfach so sitzen bleiben und weiter seppen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Allah Ta'ala, er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Nur weil du auf einen anderen Kanal umschaltest, heißt das nicht, dass das Unrecht aufhört. Das Unrecht geht weiter. Du musst wenigstens mit deinem Herzen versuchen, etwas dagegen zu tun. Izhum alayha qu'ud. Wa hum ala ma yaf'alun. Noch einmal, Allah zeigt uns einmal, wie sehr sie verantwortlich gewesen waren und wie sehr sie sich bewusst waren darüber, was sie tun. Wa hum ala ma yaf'alun bil mu'minin shuhud. Und Zeuge dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Sie haben alles mit eigenen Augen gesehen. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Ein ganz wichtiger Vers. Wir hatten doch letztes Mal gesagt gehabt, dass Zu Nawas welche Religion hatte? Welche Religion hatte er gehabt? Die anderen. Was war er? Was hat er? Er war Jude gewesen. Woran glauben denn die Juden? Glauben Sie nicht an einen Gott? Gut. Bis heute. Die Juden glauben an einen Gott, sind sehr streng, was dies betrifft. Juden, wenn sie orthodox sind, gehen nicht einmal in eine Kirche, in der es Ikonen gibt oder in der es so Bilder gibt, die man anbeten kann oder in der es Figuren gibt. Gehen sie nicht rein. Also ich habe das selbst schon von sozusagen Juden, die orthodox sind, erlebt, die gesagt haben, ich würde niemals in eine Kirche gehen. Ja, die, weil man sich, wir wollten uns treffen im Rahmen eines Trialogs, ja, mit Juden, also mit einem Rabbiner und mit einem Pfarrer und Imam. Und er meinte, in einer Kirche kann ich mich nicht treffen. Geht nicht. Ganz knallhart. Tut mir leid. Ja, können wir nicht, weil ich darf da nicht reingehen. Wegen der Bilder. Subhanallah, ganz knallhart. Und auf jeden Fall, sie sind auf jeden Fall Monotheisten, gar keine Frage. Warum sagt aber Allah subhanahu wa ta'ala hier, und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten. Ich meine, sie glauben doch auch an Allah. Was ist der Grund? Manche Gelehrte haben gesagt, es kann sein, dass es unter ihnen auch Mushrikun gab, Götzendiener, Leute, die jetzt nicht Juden gewesen waren. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Grund. Wallahu a'lam. Und zwar, dass Allah uns aufzeigen möchte, was es wirklich bedeutet, an Allah zu glauben. Nicht jeder, der behauptet, er glaube an Allah, glaubt auch wirklich an Allah. Ganz wichtig. Wenn ich an Allah glaube, dann kann ich kein Unrecht tun. Wenn ich an Allah glaube, dann kann ich so etwas nicht machen, wie es hier in dieser Sura beschrieben wird. Und deswegen unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagt dir ganz klar, dann, wenn du eine Sünde begehst, gerade eine große Sünde, bist du in diesem Moment kein Mu'min. Was sagt er, sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Derjenige, der Zina begeht, Unzucht begeht, in dem Moment, wo er das tut, ist er kein Mu'min. Und die Gelehrten sagen, der Iman, er wird sozusagen hochgehoben. Er ist über ihm wie eine Wolke, wie es aus einer anderen, wie ein Schirm, eine Wolke, die über ihm schwebt. Ja, also nicht mehr in ihm, ja, wie es aus einer anderen Überlieferung, Kavullah, wie es aus einer anderen Überlieferung hervorgeht. Und dementsprechend, nicht jeder, der behauptet, er glaubt, glaubt auch wirklich an Allah Ta'ala. Wenn du an Allah Ta'ala glaubst, dann handelst du dementsprechend. Und deswegen Allah Ta'ala, er macht einen klaren Unterschied zwischen dem Iman und zwischen dem Islam. Deswegen sagt Allah Ta'ala nicht hier Eslamu, sondern wirklich Yu'minu. Sie haben wirklich den Glauben verinnerlicht. Während sie, obwohl sie behauptet haben, sie glauben an Allah, ihn nicht verinnerlicht haben. Allah macht einen klaren Unterschied zwischen Islam und zwischen Iman. قالت الأعراب آمنا. Die Wüstenaraber sagten, wir glauben. قل لم تؤمنوا. Sprich, ihr glaubt nicht wirklich. Oder ihr habt, sozusagen, ihr glaubt nicht. ولكن قولوا أسلمنا. Sondern sagt, ihr habt euch äußerlich ergeben. Ihr habt euch äußerlich ergeben. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Aber der Iman ist noch nicht in eure Herzen getreten. Und dementsprechend, wenn ich ein Mu'min sein möchte, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, was muss ich dann tun? Dann muss ich meinem Iman was folgen lassen? Taten folgen lassen, die darauf hindeuten und die bestätigen, dass ich wirklich ein Mu'min bin. Aber einfach nur behaupten, ich bin ein Mu'min, das reicht nicht aus. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا. Sie haben wahrlich geglaubt an Allah, nicht so wie sie
einen vorgeschobenen Glauben, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, den Allmächtigen und Lobenswürdigen, zwei Namen, al-aziz, der Erhabene, der Allmächtige, damit Allah Ta'ala hier noch einmal zeigt, Allah Ta'ala, er wird sich zur Rechenschaft ziehen, aber gleichzeitig auch al-hamid, der Lobenswürdige, damit der Mu'min Hoffnung bekommt, dass Allah Ta'ala ihm für sein Naturium auch die höchsten Stufen im Paradies gibt. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. Ja, noch einmal eine Bestätigung und noch einmal auch eine Androhung an diejenigen, die solch ein Unrecht tun. Wenn du König bist in der Dunya, es gibt immer jemanden, der über dir steht. Und das ist der König der Himmel und der Erde. Ihm gehört alles. Die Himmel und die Erde. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Und jetzt noch einmal eine Bestätigung. Und das steht im Einklang mit dem Anfang der Sura. Allah Ta'ala ist was? Über alles Zeuge. Ihm entgeht gar nichts von dem, was ihr getan habt. Und jetzt gibt es eine sozusagen noch abschließende Ayah, einen abschließenden Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt aber auch langsam einen Übergang macht zum nächsten Abschnitt. Das heißt, das ist jetzt das Bindeglied zwischen was? Zwischen dem vorherigen Abschnitt und dem nächsten Abschnitt. Und was geht es denn nämlich beim nächsten Abschnitt? Beim nächsten Abschnitt, meine lieben Geschwister, geht es jetzt nämlich nicht mehr nur um diese Geschichte, sondern es geht jetzt darum, überzuleiten zu den Quraysh. Und deswegen, wir haben gesagt gehabt, der Koran ist zeitlos. Wenn er eine Geschichte erwähnt, dann tut er das nur, damit wir daraus eine Lehre ziehen. Und genau das geschieht jetzt. Allah Ta'ala, er sagt, innal ladhina, und ganz allgemein, fatanul mu'minina wal mu'minat, gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen, egal ob zur damaligen Zeit, ja, von dem König Lunawas, oder zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam durch die Quraysh, oder ob in unserer heutigen Zeit, dieser Vers ist jetzt zeitlos. Und er macht genau diesen Übergang von einem geschichtlichen Ereignis zu einer allgemeinen Regel. Gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Was für ein Vers. Ein unglaublicher Vers. In vielerlei Hinsicht. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über Fitna. Und wir hatten letztes Mal aufgezeigt gehabt, was die Grundbedeutung von Fitna ist. Was ist die Grundbedeutung von Fitna? Etymologisch gesehen, sprachlich gesehen. Was ist die Grundbedeutung von Fitna? Was sagten wir letztes Mal? Ja, nee, aber es hat eine Grundbedeutung. Ja, Fitna. Ja, dass man etwas verbrennt, damit man daraus sozusagen ein edles Metall gewinnt. Ja, Allah Ta'ala, er spricht hier davon, ja, dass die Gläubigen geprüft werden in ihrem Glauben. Und jetzt kommt es darauf an, für die Gläubigen standhaft zu bleiben. Und es gibt manche Gläubigen, die sind nur in bestimmten Situationen gläubig, aber nicht in allen. Aber das ist nicht das, was Allah will. Deswegen, Allah Ta'ala, er beschreibt diese Art von Menschen, nämlich in Surat Al-Hajj, in dem Allah Ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und unter den Menschen gibt es welche, die Allah an einer Kante dienen, hier so, an einer Kante, hier. Wenn es ihm gefällt, dann bleibt er dort stehen. Wenn es ihm nicht gefällt, was ist dann? Dann fällt er hinunter. Durch eine Fitna. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt es ganz klar in Surat al-Hajj, ich lese den Vers insha'Allah ta'ala vollständig vor, weil dieser Vers wichtig ist. Surat 22. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Vers Nummer 11. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً, wieder Fitna, das Wort Fitna, انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende. Er verliert das Diesseits und das Jenseits, das ist der deutliche Verlust. Also er ist nicht bereit, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala irgendwie in irgendeiner Weise eine Prüfung zu ertragen. Nur dann
wenn es schön ist, dann bin ich gläubig. Und sobald ich in irgendeiner Weise auch nur ein wenig geprüft werde, falle ich sofort zurück auf meine Fersen und mache eine Kehrtwende und wende mich vom Glauben ab. Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Interessant ist, Allah Ta'ala, er erwähnt hier extra noch einmal die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Meistens im Koran belässt es Allah Subhanahu wa Ta'ala bei was? Bei einfach nur dem Wort Mu'minin. Es wird nicht noch einmal extra Mu'minat erwähnt. Aber Allah Ta'ala, er tut es hier. Um nochmal aufzuzeigen, das betrifft beide. Sowohl die Männer als auch die Frauen. Und wenn wir uns anschauen, die Geschichte des Islam, dann sehen wir, und auch vor dem Islam, dass es Frauen gab, die genauso auf dem Wege Allah Subhanahu wa Ta'ala die Fitne, die Versuchung ertragen haben und standhaft geblieben sind und das mit ihrem Leben bezahlt haben, wie es die Männer getan haben. Wir haben die Frau, die als Kämmerin, also sozusagen die sozusagen gekämmt hat, also wie eine Art Friseusin, ja, in der Zeit von Pharao, ja, die hingerichtet wurde, nur aus dem Grund, weil sie an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat. Wir haben Sumayya, radiallahu anha, die ebenfalls getötet wurde, nur weil sie an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat. Ja, wir haben viele, viele andere Beispiele in der Geschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam oder die Geschichte an sich uns erzählt, wo sowohl Männer als auch Frauen von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft wurde. Und jetzt sagt Allah ta'ala, thumma lam yatubu, und das ist unglaublich. Und hierauf nicht in Reue umkehren. Was bedeutet das konkret? Das heißt, Allah ta'ala, er zeigt uns auf, jemand, der solch ein Unrecht begangen hat, kann trotz alledem immer noch zu seinem Schöpfer zurückkehren. Egal wie groß das Verbrechen ist, was du gemacht hast, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Egal wie schlimm die Sünde gewesen ist, du hast Sünde begangen. Du hast einen Menschen auf dem Gewissen. Du hast gestohlen, du hast andere schlimme Sachen gemacht. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn Allah Ta'ala bereit ist, solchen Menschen zu vergeben, die Menschen verbrannt haben, weil sie geglaubt haben, meint ihr, er wird uns nicht vergeben, wenn wir vielleicht Sünden begangen haben, die bei Weitem aber nicht so schlimm sind, wie dass wir einen Menschen verbrennen oder sogar ganze Gruppen von Menschen einfach so verbrennen? Allah ist barmherzig. Allah bietet ihnen die Taube an. Du kannst zurückkehren. Egal was du gemacht hast, kehre zu Allah zurück. Gib niemals auf, verzweifle niemals an der Barmherzigkeit Allahs. Allah ist bereit, dir zu vergeben. Und er wird dir zu 100% vergeben. Hat er nicht den Mann vergeben, der 99 Menschen getötet hat? Und dann sogar noch einen Hundertsten getötet hat? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet uns, dass er vergeben hat. Hat er nicht einer Prostituierten vergeben? Nur weil sie einem Hund Wasser gegeben hat. Allah Ta'ala, er hat dir vergeben. Allah vergibt. Du musst nur bereit sein, einen Schritt zu Allah Subhanahu wa Ta'ala zu machen. Und sei dir sicher, er wird dir vergeben. Für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brenns geben. Allah Ta'ala, er erwähnt hier extra zwei Strafen, um es noch einmal aufzuzeigen, dass das nicht irgendwelche Leute sind. Nicht irgendwelche Menschen, die sich gegen die Wahrheit gestellt haben, sondern es handelt sich hierbei um besonders schlimme Menschen und dementsprechend erwähnt Allah Ta'ala hier zwei Strafen. Und jetzt, ja, der nächste allgemeine Vers, der ebenfalls eine Überleitung ist, aber der jetzt den Gläubigen Hoffnung gibt, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhalika al-fawzul kabir. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben durch Eid von Bächen. Das ist der großartige Erfolg. Es ist immer so im Koran, Allah Ta'ala, er droht die Strafe an, aber gleichzeitig zeigt er auch auf, derjenige, der bereut und der bereit ist, zu Allah Ta'ala zurückzukehren, dem wird Allah Subhanahu wa Ta'ala dann auch vergeben und das Paradies geben. Und jetzt beginnt der dritte Abschnitt. Und zwar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er fängt jetzt an, allgemein noch einmal über die Folgen, ja, solcher Verbrechen zu sprechen. Inna batsha rabbika lashadid. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Botsch ist eine Art Zupacken, aber mit Härte. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wir machen es jetzt kurz, inshallah ta'ala. Und er, gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren alles. Und das gibt uns ebenfalls Hoffnung. Ja, auf der einen Seite wird hier auf die Auferstehung angespielt.
Und auf der anderen Seite spricht Allah Ta'ala darüber, dass sich alles immer ändern wird. Und diese Tage, ja, wir lassen sie abwechseln unter den Menschen. Mal sind es die Gläubigen, die unterdrückt werden. Mal sind es die Gläubigen, die Erfolg haben werden. Immer wieder ändert sich das. Es bleibt nie gleich. Unsere Aufgabe ist es, aber etwas zu tun, damit es zu Veränderungen kommt. Und genauso auch in deinem Leben. Es kann Phasen geben in deinem Leben, wo du schwach bist in deinem Iman. Aber es kann auch Phasen geben in deinem Leben, wo du stark bist in deinem Iman. Und deswegen sagen die Gelehrten, Al-Imanu yazidu wa yanqus. Ja, der Iman, er wird mehr und er wird weniger. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt das. Inna li kulli amalin shirra wa fatra. Jede Handlung hat ihren Höhepunkt und ihren Tiefpunkt. Jede Handlung. Und dementsprechend, ich muss immer wieder versuchen, wenn ich mal eine Sünde begehe, wenn ich mal einen Fehler mache, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwa al-ghafurul wadud. Und Allah gibt uns wieder Hoffnung. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle. Dhul arshil majid. Und jetzt wieder zeigt er, was er für eine Stellung hat und dass er die Menschen zur Strafe, zur Rechenschaft ziehen kann. Der Herr des Thrones, der Ruhmvolle, also Allah ist der Ruhmvolle. Fa'alu lima yurid, er tut alles, was er will. Niemand kann sich gegen seinen Willen setzen. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala in diesem Abschnitt noch einmal über seine Eigenschaften gesprochen hat, kommt Allah Ta'ala noch einmal mit zwei Beispielen. Damit er die Quraysh ermahnt, noch ein drittes Mal. Ja, indem er nämlich sagt, Hal ataka hadithul junud, ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen. Und mit ihnen ist genau das gleiche geschehen. Fir'aun wa Thamud, Allah Ta'ala, er hat sie bestraft für ihr Verhalten. Diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Und zwar, sie befinden sich immer in diesem Zustand, die ganze Zeit über. Aber gleichzeitig weiß Allah, was sie tun. Und er ist Zeuge dessen, Wallahu min waraihim muhit. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Und jetzt schließt Allah Ta'ala mit diesen beiden schönen Versen ab, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Bal huwa Qur'anun majid. Nein, vielmehr ist es ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel, egal wie oft ihr versucht, euch gegen diesen Koran zu stellen. Es ist die Botschaft Allahs und Allah Ta'ala, er wird die Botschaft, seine eigene Botschaft, wird er vollenden. Ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Wenn wir es nicht tun, wird Allah uns austauschen mit einem anderen Volk, was sich diese Sache annehmen wird. Und wenn ihr euch abwendet, wird er euch austauschen mit einem anderen Volk, was nicht so sein wird, wie ihr seid. Und deswegen, abschließend noch einmal an uns alle, wenn wir etwas für unseren Glauben tun, dann tun wir das für uns selbst. Und wenn wir uns abwenden, dann schaden wir uns damit nur selbst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister im Islam, uns zu jenen gehören lassen, die zu einem Werkzeug werden, zu einem Instrument werden, was Allah ta'ala nutzt, damit sein Licht zur Vollendung kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer für das Gute einsetzen lassen und für die Gerechtigkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Tage erblicken lassen und erleben lassen, wo diese Menschen, die Verbrechen begehen, auf dieser Welt zur Rechenschaft gezogen werden. Amin ya Rabbil Alameen. Barakallahu fikum. Und das ist Surat Al-Buruj gewesen.